Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich beleuchte in kleinen Schulungsvideos Themen aus der Betriebswirtschaftslehre und auch ein bisschen aus dem rechtlichen Gebiet. In diesem Video geht es um Projektmanagement und zwar um die Phasen oder Schritte im Projektmanagement. Und das sind im Wesentlichen vier Schritte. Je nach Lehrbuch finden Sie auch hier sechs Schritte oder drei. Diese Schritte, die ich Ihnen jetzt zeige, das sind die, die Ihnen die Praxis wahrscheinlich bestätigen wird. Und zwar haben wir als erstes die Projektauslösung. Ein Projekt wird ausgelöst durch ein Problem oder durch ein Ziel. Irgendwo kommt der Anstoß her, dass ein Projekt beginnt. Dann die zweite Phase ist die Projektplanung. Und diese Phase ist unterstrukturiert. Da gibt es A, B, C, D. Das geht hier bis G. Ja, das sind die Unterpunkte der Projektplanung. Die dritte Phase ist dann die Projektumsetzung. Und die vierte Phase ist im Grunde gar nicht die vierte Phase. Die vierte Phase heißt jetzt Controlling oder früher sagte man Kontrolle, heute sagt man Controlling. Und Controlling bedeutet ja gar nicht Kontrolle, sondern Steuerung. Und diese vierte Phase wird im Grunde eine begleitende Phase. Ja, man kann sich nicht mehr leisten, am Ende festzustellen, dass es das alles nicht funktioniert hat, sondern Controlling wird das Projekt von Anfang bis Ende begleiten. Die vierte Phase ist also das Projekt Controlling, aber das Projekt Controlling ist ein permanentes Controlling. Im nächsten Video schauen wir uns die Unterpunkte, das ist nämlich auch noch interessant, die Unterpunkte der Projektplanung etwas genauer an. Das war's zunächst mal. Schauen Sie auch unter spaßleindenk-shop.de, dort finden Sie weitere Lernhilfen. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.